Ich möchte darauf hinweisen, dass ich auch noch mal ein bisschen an die Ursachen der heutigen Krise herangehen werde, weil doch aus der unterschiedlichen Sicht, aus meiner Sicht, wo die Ursachen liegen, auch die anderen Lösungsansätze, die ich dann vorstellen möchte, erwachsen. Und vielleicht kann ich einen Satz aus dem Buch vorlesen, was eigentlich vor 30 Jahren in meinem Kopf entstanden ist und welcher eigentlich sagt, warum mich dieses Thema seit 30 Jahren umtreibt. Da schreibe ich in dem Buch Geld ohne Zinsen und Inflation, was ich damals in 4 Tagen geschrieben habe, nachdem ich 5 Jahre darüber nachgedacht hatte. Und die erste Originalfassung war in Englisch. Die Aussicht, dass uns oder spätestens unseren Kindern mit diesem zerstörerischen System, Geldsystem, der schlimmste ökonomische und ökologische Zusammenbruch in der neueren Geschichte bevorstand und das weit verbreitete Unwissen um die Folgen unseres Geldsystems ließen mich anfangen, darüber zu schreiben. Zuerst einige Aufsätze, die von vielen Menschen gelesen und kommentiert wurden. Es vergingen jedoch 5 Jahre, bis ich erkannte, dass das Geld aus der Sichtweise dieses Buches eher eine öffentliche und internationale Angelegenheit ist als eine rein ökonomische. Und da ich in jenem Bereich promoviert hatte, begann ich, obwohl nicht Ökonomin, ein Buch über Ökonomie zu schreiben, das sich mit der grundlegenden Maßeinheit dieses Berufsstands, dem Geld, beschäftigt. Und ich dachte nun, ich schreibe dieses Buch und dann kann ich ja aufhören zu reden. Weil da ist es doch alles da. Aber das Gegenteil war natürlich der Fall. Ich verstehe bis heute nicht, warum Leute mich noch einladen, weil ich im Grunde seit 30 Jahren im Kern dasselbe sage. Und das steht bereits in diesem Buch. Und es steht nicht in diesem Buch, das geht mir um die Lösung, das über Regionalwährung und wie ich dazu gekommen bin, das werde ich auch noch erscheinen. Aber ich habe jetzt nochmal ein Buch geschrieben, das heißt Occupy Money, was im Grunde genommen die Einleitung zu dem ersten Buch darstellt. Und aus einem Buch, was 320 Seiten lang war, sind 70 Seiten übrig geblieben, weil ich meinte, es braucht nun mal ein Buch für die Leute, die überhaupt noch nichts verstanden haben von dem Thema, also die das Geldsystem immer noch als gottgegeben hinnehmen. Und es braucht vielleicht ein Buch für die Leute, die das zwar verstanden haben, aber die es selber nicht anderen erklären können. Und dafür ist dieses Buch gedacht. Also für die meisten hier wahrscheinlich, es bringt das nicht so viel Neues. Ich hoffe trotzdem, dass der Vortrag für Sie interessant ist, weil er meines Erachtens die Ergänzung zu dem darstellt, was Herr Huber gestern gemacht hat, nämlich, was müssen wir eigentlich im Geldsystem selbst verändern, um zu einer dauerhaften Lösung zu kommen. Ich bin ganz einverstanden mit den beiden Analysen, die heute Morgen gebracht wurden und ganz besonders mit der zweiten natürlich sehr glücklich, dass das jetzt bei dem Berufsstand angekommen ist, der die Experten sozusagen stellt für die Beratung in der Politik. Und ich hoffe sehr, dass das, was da heute Morgen gesagt wurde, auch im politischen Rahmen jetzt intensiver diskutiert wird. Aber es müssen ja erstmal sozusagen die als Experten anerkannten Menschen auch sagen, was heute gesagt wurde. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Es ist auch eine gute Einleitung zu dem, was ich hier sagen möchte. Jetzt hoffe ich, dass das hier weitergeht. Wo muss ich hinziehen? Da oben? Bitte? Richtung Computer. Das müssen Sie mir jetzt noch mal kurz zeigen. Ja. So, das ist es. Alles klar. Nö. Auf den Computer zielen. Klappt auch nicht. Vielleicht soll ich doch hier einfach weiter hingehen. Das ist einfacher. So. Ja, eigentlich geht es ja bei dem Thema, was hier die Tagung betrifft, darum, dieses Verhältnis, also das war ein Titelbild des Spiegels vor nicht allzu langer Zeit, es zeigt die führenden Menschen der führenden Industrienationen der Welt als Marionetten der Finanzindustrie. Und eigentlich geht es ja hier bei dieser Tagung darum, wie können wir das verändern. Und ich behaupte, wenn wir nicht den Grundfehler, also den Systemfehler im Geldsystem verändern, dann wird das
nicht viel bringen, zu argumentieren dafür, dass sie doch bitte eine, ja, oder dass wir eine monetative, also als vierte Gewalt im Staat einführen, weil das alleine meines Erachtens die Krise noch nicht beheben wird. Man kann sich doch vorstellen, dass wenn die Fachleute oder die Politiker sehen, diese Zahlen des Internationalen Währungsfonds mit 124 Bankenkrisen, 326 Währungskrisen, also 64 Schuldenkrisen in dieser kurzen Zeit seit 1970 bis 2007, dass irgendwo einmal der Gedanke aufleuchten könnte, dass das vielleicht doch Systemkrisen sind und nicht unbedingt Zufälle. Und jetzt kommen die drei Missverständnisse, die ich vor 1982 in einem Vortrag von Helmut Kreuz begriffen habe. Und ich habe tausendmal versucht, die auszulassen, die am Ende zu bringen, das Ganze zu verändern. Es ist die schnellste Art und Weise des Einstiegs und deswegen werden Sie das jetzt auch nochmal erleben, werden Sie die Erklärung nochmal hören. Das werde ich demnächst in einem sehr schönen kleinen cartoonartigen Film bekommen, weil ich das einfach eigentlich die Nase voll habe, davon das immer wieder erklären zu müssen. Aber das erste Missverständnis, und das ist das Entscheidende, ist, dass die meisten Menschen glauben, es gibt nur eine Art von Wachstum. Nicht wahr? Wir sagen alle, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und gehen davon aus, dass jedes Wachstum irgendwann endet. So wie unser Körper, so wie Tiere, Pflanzen, alle im natürlichen Bereich hören ab einer optimalen Größe auf zu wachsen. Und was wir nicht verstehen, ist, dass es eben zwei andersartige Wachstumsmuster gibt. Einmal das lineare Wachstum, was relativ unproblematisch ist. Also je mehr Maschinen wir haben, je längere Zeit wir produzieren, umso mehr Produkte gibt es. Das folgt mechanischen Gesetzen. Aber was das Entscheidende ist, ist eben das exponentielle Wachstum. Und das ist die Kurve C, also die rote Kurve, die tatsächlich die J-Kurve darstellt. Und ich habe inzwischen mich abgewandt von dem Beispiel des Josefs-Pfennigs, den viele Leute verwenden, um zu erklären, dass das auf Dauer unmöglich ist, nämlich also 0,1 Pfennig zu Jesu Geburt wären also heute, ich weiß nicht, über 3000 Sonnen an Gewicht aus Gold, um einen Vergleich zu haben, was mit 5% Zinsen einen Cent im Lauf dieser 2012 Jahre passieren würde. Sofort habe ich gemerkt, wenn man einen solchen Vergleich bringt, dann geht bei den meisten Menschen, naja, es hat ja eh keine Bank gegeben, die 2000 Jahre überlebt hat, also vergessen wir doch dieses Beispiel. Also deswegen versuche ich ein anderes Beispiel und das können Sie gerne übernehmen, wenn Sie wollen, weil ich glaube, der entscheidende Urgrund, warum wir bis heute immer noch nicht begreifen, wir müssen in diesem Geldsystem was verändern, ist, dass wir exponentielles Wachstum nicht verstehen. Fragen Sie Ihren Nachbarn oder einen Freund mal, was Sie wählen würden, wenn Ihnen ein Angebot gemacht würde für ein Jahr, 52 Wochen, 10.000 Euro pro Woche oder 1 Cent pro Woche und das Doppelte jede folgende Woche. Die meisten würden gleich, ja, wenn sie auf die Nummer sicher gehen würden, die sagen, ich würde das Erste nehmen. Also immerhin, jeder hat in einer Minute rausgerechnet, also 10.000 Euro mal 52 Wochen, 520.000 Euro, kein Problem. Aber jetzt raten Sie mal, was bei dem 1 Cent rauskommt. Es geht nicht. Also weder intuitiv noch rational kann das irgendjemand schnell errechnen oder vermuten oder raten. Es kommt bei der 52. Woche heraus, sage und schreibe, 45 Billionen Euro. Das ist 2/3 des gesamten Weltbruttosozialprodukts. Kein Mensch kann das raten. Und diese Unfähigkeit, exponentielles Wachstum wirklich zu begreifen, das ist was, also meines Erachtens einer der wirklichen Fehler, die wir in unserem Schulsystem haben. Und eigentlich habe ich angefangen, 1982, also ich habe 6 Monate gebraucht, um zu glauben, dass das, was ich in 20 Minuten verstanden habe, was ich Ihnen jetzt in 5 Minuten erklären werde, dass das stimmt, weil ich dachte, das kann nicht so einfach sein.
Sonst hätten wir es doch längst gemacht. Und dann habe ich 5 Jahre gebraucht, bis dieses Buch entstand, die englische Fassung. Und eigentlich wollte ich gar kein Buch schreiben. Ich wollte ein paar Notizen machen und plötzlich merkte ich, es geht immer weiter. Und nach 4 Tagen wusste ich, das ist es, was ich der Welt mitteilen möchte. Und das ist jetzt in 24 Sprachen übersetzt. Und ich habe niemals irgendjemanden gefragt. Die letzten beiden Übersetzungen waren, also das letzte war in Lettisch. Und also ganz lustig, wie also, Japaner, die auf ihrem Schiff, auf einem Boot arbeiten, plötzlich sich da hinsetzen und das in Japanisch übersetzen. Und das ist alles irgendwie ganz spannend, was mit dem Buch passiert ist. Also zu diesem ersten Missverständnis gehört eben, dass kaum jemand weiß, wie exponentielles Wachstum aussieht, dass bei 72, also bei 1% dauert es etwa 70, 72 Jahre, bei 3% 24, bei 6% 12 und bei 12% 6 Jahre, bis sich ein Vermögen verdoppelt. Also die J-Kurve ist das Verdopplungswachstum, was man in der Natur hauptsächlich dort hat, wo es Krebs gibt. Und dieses Verdopplungswachstum und dieses exponentielle Wachstum, dieses pathologische Wachstum in der Natur haben wir halt in unserem Geldsystem, dadurch, dass wir Zins und Zinseszins haben. Der Zins wäre noch nicht das große Problem, nicht wahr? Wenn wir nur Zinsen hätten und die 52 Wochen immer 1 Cent pro Woche dazu bekämen, hätten wir 52 Cent, aber niemals 2/3 des gesamten Bruttosozialprodukts der Welt. Es ist der Zins und Zinseszins, die uns sozusagen den Garaus machen. Und jetzt kommt eine kleine Erkenntnis, die selbst bei Politikern im Großen und Ganzen nicht vorhanden ist, dass nämlich Vermögen und Schulden exponentiell wachsen müssen in diesem System. Und ich habe einen guten Freund, der mal einen österreichischen Bundeskanzler im Wahlkampf auf der Straße angesprochen hat, hat gesagt, Herr So-und-so, Sie wissen, wenn Sie immer davon sprechen, wir müssen die Schulden abbauen in Österreich, dass Sie auch die Vermögen abbauen müssen. Dann hat der wurde auch Bundeskanzler, einen kurzen Moment nachgedacht und dann gesagt, so ein Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört. Also, dass jedes Vermögen durch eine Schuld abgedeckt ist, das ist offensichtlich eine Erkenntnis, die erst noch durchdringen muss. Dieses zeigt eben die Vermögen, also einmal der weiße Bereich, die Geldvermögen im privaten Bereich, das heißt, da wachsen sie im Moment sehr an und die Schulden nehmen ab. Dann natürlich bei den Unternehmen und als der blaue Bereich, das ist eben die Schulden des Staates. Und wenn Herr Schäuble immer wieder vom Abbau der Schulden spricht im Fernsehen, dann ist es auch eben nur die halbe Wahrheit. Dann müsste auch dazu setzen und selbstverständlich müsste dann auch die Vermögen abbauen. Und das ist das Problem. Da werden sich einige Leute sehr dagegen sträuben. Und das kann man politisch im Moment nicht offen sagen. Diese Karikatur aus der Süddeutschen Zeitung 2008 zeigt eben, wie exponentielles Wachstum jetzt wirkt. Und wir haben heute gehört, dass 12-fache des Bruttosozialprodukts der Welt existiert an Derivaten, dann müsste doch irgendwie sämtliche roten Lichter angehen bei den Politikern. Das sind ja nicht Zahlen, die uns heute jetzt zum ersten Mal hier präsentiert wurden. Aber das Entscheidende ist, von wem und in welchem Zusammenhang. Und dass sich jetzt auch in Deutschland gibt es seit kurzem eine Gruppe von 93 Professoren, die sich gegen diese Art von Wirtschaft und Geldwirtschaft, Finanzwirtschaft wären. Das zweite Missverständnis, was eben kaum bekannt ist, ist, dass die meisten nicht wissen, wie sie Zinsen zahlen überhaupt. Und man kann den Zins natürlich nur kritisieren, wenn man mal verstanden hat, wie er denn eigentlich zustande kommt. Und man hat eben tatsächlich in jedem Preis einen gewissen Zinsanteil, das ist der Preis, den der Produzent des Gutes ja hineinrechnen muss, um sozusagen nicht pleite zu gehen. Das sind bei den Müllabfuhrgebühren nur 12%, weil das halt hauptsächlich Personalkosten sind. Beim Trinkwasser wird es dann schon mehr, weil da doch relativ viele Pumpen und kapitalintensive Kosten entstehen. Da ist es schon 38%.
Und bei der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau ist es 77%. 2006, als ich das Buch dann nochmal überarbeitet habe, habe ich das extra nochmal durchgerechnet mit einem Banker. Also man rechnet ja damit, dass eine Wohnung über 100 Jahre hält. Und wenn man, selbst wenn man nach 25 Jahren die Zinsen auf den Kredit abbezahlt hat, den diese Wohnung gekostet hat, um sie zu erstellen, dann wird die Miete ja nicht runtergesetzt. Das bleibt ja auch als für Renovierung und so weiter erhalten. Also 77% im Durchschnitt aller Preise zahlen wir und die 40%, 35-40%, je nachdem, ob man ein Haus geerbt hat oder das auch bezahlen muss. Und dann als letztes, das ist das eigentlich Sensationelle, dass man sagen kann, nun ist das ja ein gerechtes System, wir zahlen Zinsen in allen Preisen, alle, wir bekommen Zinsen, wenn wir Geld sparen, wenn wir leihen, zahlen wir wieder Zinsen. Wenn man aber jetzt anguckt, wer von dem System profitiert, dann kann man sagen, wenn man die deutsche Bevölkerung, und das ist konservativ im Vergleich zum Rest der Welt, in 10 gleiche Teile aufteilt und sieht, wer profitiert von dem System und wer zahlt drauf, dann sieht man, dass 90%, also 80% zahlen drauf, bei 10% ist es etwa ausgeglichen. Inzwischen ist es auch, dass die auch ein bisschen verlieren. Und bei den letzten 10% kriegen wir jetzt alles dazu, was die ersten 80-90% verlieren. Und wenn Sie es genauer nehmen, müssten Sie da nochmal ein exponentielles Wachstum in den letzten 10% zeigen. Und dann würde die graue Linie, die würde also vermutlich da hinten irgendwo landen für die letzten 1%. In Deutschland sind es 600 Millionen Euro, die tagtäglich umverteilt werden von denen, die für ihr Geld arbeiten, zu denen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen können. Aber gibt es irgendjemand hier, der schon mal Geld hat arbeiten sehen? Ich nicht, und ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der Geld hat arbeiten sehen. Aber so verkaufen uns die Banken dieses Phänomen, und ich glaube, es würde nicht so erfolgreich funktionieren, dass die Menschen das Geldsystem nicht verstehen, wenn die Banken nicht einen riesigen Nebel um das Geld herum kreiert hätten, mit zig falschen Ausdrücken. Also schon alleine Finanzindustrie, ja, das hat ja das Gefühl, da wird was produziert. Mein Gott, da wird im Moment also riesig umverteilt, und das ist der Hauptzweck dieser Industrie. Und wenn die Banken sagen würden, statt lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, lassen Sie das Geld, was Sie haben, lassen uns das umverteilen, dann würde es vermutlich nicht ganz so erfolgreich funktionieren. So, die letzte Geschichte, also die, sagen wir mal, das erste Resultat dieser drei Missverständnisse ist, dass wir eben mit ab dem Zeitpunkt, wo der Anspruch aus dem Geld mit der Realwirtschaft nichts mehr zu befriedigen ist. Und das war bei uns in Deutschland in den 80er Jahren. Und das hatte nichts mit Moral zu tun. Irgendjemand hatte eben, ich glaube, Herr Lützen, das sagte, das hätte was mit Moral zu tun. Das hat mit Moral überhaupt nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Realwirtschaft noch die Zinsansprüche bedienen kann. Das hörte in den 80er Jahren in Deutschland auf, und ab dem Moment gibt es nur noch eine Möglichkeit, das Geld für sich arbeiten zu lassen, und das ist es, mit zu spekulieren und sich sozusagen in dieses globale Casino zu begeben. Und das wurde halt immer größer, und dieses rote Feld zeigt also, mal gerade gucken, ob ich das jetzt, ja, hier ist 74, das ist 2007, und Sie sehen, als der Euro eingeführt wurde, gibt es eine kleine Delle, aber wenn Sie diesen Punkt und diesen Punkt verbinden, sehen Sie, das ist immer noch exponentielles Wachstum, ganz eindeutig. Und mit diesen Umsätzen, es sind nicht die Menge des Geldes, es sind die Transaktionen an den internationalen Finanzmärkten, mit diesen 2% können Sie alles bewältigen, was reale Güter, Dienstleistungen inklusive Tourismus und so weiter betrifft. Das heißt, und das sind natürlich Summen, die da umhergeschoben werden, die sind fantastisch. Und wenn dieses System wirklich ins Wanken gerät, ich glaube nicht, dass es irgendeine Institution der Welt gibt, die uns da wirklich im Endeffekt retten kann. Ich komme zu den Lösungen, weil ich ja in einer halben Stunde hier auch Ihnen noch sagen möchte, warum ich überhaupt an der Sache arbeite, ist, dass ich Lösungen sehe.
Und die gibt es heute, gibt es wirklich fantastische Beispiele auf der lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Ebene und auch global. Ich kann hier nicht alle ausführlich schildern, aber deswegen habe ich dieses Buch nochmal geschrieben, Occupy Money, weil ich die Occupy-Bewegung und die Piraten in Deutschland sozusagen, da sehe ich Hoffnung für neue politische Ansätze und Druck, der entsteht, also einfach an den Ursachen auch mal etwas zu drehen. Es gibt sie also nicht nur für verschiedene geografische Bezüge, sondern auch für verschiedene Zwecke, also Zeitvorsorgesysteme, Gesundheitswährung, Bildungswährung, Energiewährung. Und das finde ich als Architektin so spannend, es sind tatsächlich sehr interessante Entwürfe, die da entstehen. Und die sind alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich und Bernard Lietard, mit dem ich zusammen dieses Regionalwährungsbuch geschrieben habe 2003, ist einer meines Erachtens der intelligentesten Designer von komplementären Währungen und sagt, gib mir ein Problem, ein soziales Problem und ich entwickle dir eine Lösung, wie man das lösen kann. Und das hat er auch getan und mit sehr viel Erfolg. Die letzte Sache in Gent komme ich, glaube noch dazu, kurz zu erwähnen. Aber hier ist das einfachste Beispiel, mit dem Sie anfangen können, Menschen, die noch keine Ahnung haben, dass man Geld anders entwerfen kann als das System, was wir haben. Das ist eben nicht Gott gegeben, sondern es ist von Menschen gemacht und kann auch von Menschen verändert werden. Das ist eigentlich das die Zeit als Währung zu nehmen. Also eine Stunde ist eine Stunde völlig inflationsfrei, heute Morgen und natürlich in 20 Jahren auch noch. Und dieses Zeitmaß ist in Japan für dieses vorher Kipu-System angewendet worden. Seit 1995 existiert es. Es sind Stundengutschriften, die etwas jüngere Menschen bekommen, um etwas älteren Menschen zu helfen und die sie dann benutzen können und entweder an Freunde verschenken oder an Eltern an einem anderen Landesteil oder selber auch, wenn sie krank werden. Und dieses Zeitvorsorgesystem wird jetzt in Vorarlberg eingeführt. In St. Gallen habe ich gestern eine sehr schöne Beschreibung bekommen. Gibt es also eine eigene Stiftung zur Zeitvorsorge und in Vorarlberg zum Beispiel übernimmt wahrscheinlich das Land die Verantwortung dafür, dass diejenigen, die heute ihre Zeit einbringen, dass die das auch, wenn sie es brauchen, noch bekommen. Und es wird nicht besteuert, jedenfalls nicht in Japan, weil der Staat sich gesagt hat, da wird etwas getan, was wir in dem Maße, also es hat überhaupt nur angefangen mit dem Zeitvorsorgesystem, weil der Staat begriffen hat, dass er nicht genügend Ressourcen aufgebaut hatte, um die Anzahl von älteren Menschen zu versorgen. In Belgien Also man braucht ja eigentlich die Frage, die ich beantworten sollte, war, können Komplementärwährungen und eine Monetative gemeinsam, also können die zusammen existieren? Natürlich können sie zusammen existieren. Es existiert ja heute schon der Wirtschaftsring, also ein bargeldloses Verrechnungssystem in der Schweiz, wo immerhin 20% der KMUs, also der kleinen und mittleren Unternehmen, mitmachen. Es gibt also diese 15 regionalen Gruppen und ca. 60.000 Mitglieder mit einem Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Wir gleich Schweizer Franken. Und das Entscheidende beim Wir ist, dass es ein antizyklisches Geldsystem ist. Das heißt, die normalen Banken arbeiten prozyklisch. Wenn es der Wirtschaft gut geht, kriegen sie jeden Kredit. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann sind sie etwas zögerlich. Der Wir funktioniert umgekehrt. Wenn es der Wirtschaft gut geht, warum sollen sie den Wir benutzen, um ihre Waren umzusetzen oder abzusetzen? Aber wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann ist es sehr praktisch. Infolgedessen steigen die Umsätze in Wir über die 75 Jahre, die dieses System existiert, immer in Zeiten der Not und in Zeiten, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann fallen sie. Und das haben die Wir-Banker lange Zeit als Kritik am System, als einen Fehler gesehen, bis sie begriffen haben, nein, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen sozusagen ausgleichende Währungen und das trifft eben auf fast alle Komplementärwährungen zu. Das trifft auch auf ein Nachfolgemodell des Wir in Belgien, des RES,
Das ist ein Mann, der einmal mit einer Bank eine sehr schlechte Erfahrung gemacht hat. Die Bank hat ihn nämlich hängen lassen, alles ihm schlecht ging. Und da hat er gesagt, zu denen werde ich es zeigen. Und hat also praktisch seine eigene Bank jetzt über Jahrzehnte hin geschaffen und hat jetzt 25 Vollzeitangestellte und einen Umsatz von 35 Millionen Euro immerhin. Und hat einige Gerichtsverfahren durchgezogen, um Leuten, die in diesem System ihre Negativseiten nicht behoben haben, ausgeglichen haben, zu zwingen, das zu tun. Und jetzt läuft das also ganz gut. Dasselbe ist der Business Exchange in Aberdeen, auch ein Bartersystem mit eigener Währung, Mitglied des IRTA und immerhin die IRTA, die International Reciprocal Trade Organization, hat einen jährlichen Umsatz von 12 Billionen Dollar. Das ist natürlich im Vergleich zu dem Weltumsatz wenig und trotzdem im Moment nimmt die IRTA auch sehr viele neue Mitglieder auf. Also seit 2008, muss ich auch ehrlich sagen, ist es unglaublich, wie Menschen zuhören und einfach wissen wollen, kann es auch anders gehen. Das ist eine zusätzliche Organisation, die jetzt ein globales Trading System anbietet, GETS, die Global Exchange Trading System. Also auf der lokalen Ebene gibt es die ja zu Tausenden und die wachsen, die entstehen und vergehen auch wieder. Dass wir das entscheidende Kriterium haben wir gefunden bei all diesen Ansätzen ist Transparenz. Können die Nutzer nachvollziehen, dass das was bringt? Würge kennen Sie vermutlich alle. Wer kennt das Beispiel von Würge nicht? Muss ich das noch erklären? Das war also eine Komplementärwährung 1932 bis 1933 mit einer Umlaufsicherung auf dem Vorschlag von Herrn Gesell hin, dass wir ein Geld haben sollten, was eben statt Zins zu erwirtschaften eine Gebühr kostet, wenn man es nicht weitergibt. Und die haben also 5.000 Schillinge ausgegeben, 13 Monate hat das funktioniert. Ich habe das alles abgerundet, damit man es besser im Kopf behält. Ungefähr 400 Mal sind diese Schillinge in der Stadt umgesetzt worden. Damit wurden die Arbeiter bezahlt, die Brückenbauten, Skischanzen und so weiter. Und damit haben, wenn man 5.000 mal 400 nimmt, ist da praktisch ein Güter- und Dienstleistungsumfang von 2 Millionen Schilling entstanden. Das war natürlich damals mehr wert als heute. Und jetzt muss man dazu sagen, 1% pro Monat, also 12% pro Jahr an Umlaufgebühr oder Umlaufimpuls oder Demourage oder wie man das nennt, schlage immer in jedem Vortrag jetzt vor, bitte lasst uns auf einen Ausdruck uns einigen, weil Leute, die uns nicht kennen, die wissen nicht, dass das dasselbe ist, sondern also ich bin dafür, das Umlaufimpuls zu nennen. Es ist natürlich eine kleine Gebühr, aber im Grunde soll es den Umlauf sichern. Ist da irgendwas verkehrt? Oh, was haben wir da gemacht? Ich dachte, das ist verkehrt, das ist gedrückt. Jedenfalls ist das schon eine, ja, danke. Also das sind die 13 Monate, 400 Mal weitergegeben, Hände gewechselt, 2 Millionen Schillinge wert an Gütern und Dienstleistungen. Und die 600 Schillinge haben das erreicht, diese lächerliche Gebühr. Und dann sage ich immer, das ist ja wie bei dem Einkaufswagen. Wozu musste man diesen Klapperatismus erfinden, wo man den 1 Euro reinsteckte, weil die Leute sonst ihre Einkaufswagen auf den Parkplätzen stehen ließen. Ja? Und deswegen müssen sie jetzt den 1 Euro zahlen und den kriegen sie dann wieder. Und letztlich kriegen die Einwohner von Wörgl auch diese 600 Schillinge wieder, weil die können dann benutzt werden, um die Steuern zu senken und so weiter. Also es kommt wieder zu uns zurück. Es ist nur dazu da, dass man dran denkt, braucht man das Geld in der Tasche oder braucht man es nicht? Dann möchte man doch nicht verlieren und tut es auf die Bank. Und auf der Bank würde es seinen Wert behalten können und würde eben dann endlich ein wirklich stabiles Geldsystem ermöglichen. Arbeitslosigkeit wurde um 25% reduziert, die Gemeindeeinnahmen stiegen um 35% und die öffentliche Auftragsvergabe, was ja eigentlich die Art und Weise war, wie das Geld in Umlauf gebracht wurde, stieg also 220%. Hier ist mal der Unterschied zwischen Zinsen und Umlaufimpuls. Also für Bargeld kriegt man ja auch keine Zinsen, bei kurzfristigen Anlagen 3%, vielleicht langfristig 6%, und hier ist es umgekehrt. Könnte man sagen, derselbe Anreiz, nicht zu verlieren,
Bei Bargeld würde man 6% verlieren, bei 3%, bei kurzfristigen Anlagen 3%. Und für langfristige Anlagen würde der Zins um 0 herum pendeln können. Das heißt, es könnte endlich die Nullgrenze, die heute so als magische Grenze ist, verschwinden. Erreichen wird ein Banker, mit dem ich mich seit einigen Monaten herumstreite, sagt, den Negativzins haben wir bereits. Was soll das noch? Brauchen wir das überhaupt? Ich denke, wir brauchen es, um das langfristig abzusichern. Kurzfristig kann das immer mal wieder in die negative Realverzinsung gehen, weil natürlich die Inflation höher ist, als sie normalerweise angegeben wird. Aber ich wäre dafür, dass wir diesen Umlaufimpuls tatsächlich einführen und damit ein stabiles Geldsystem schaffen. Und wenn Leute sagen, ja, das ist ja wie Inflation, dann ist es eben doch was anderes, wenn man sieht, dass der Bargeldbestand in Deutschland im Durchschnitt 6.000 Euro beträgt. Bei 5% wären das halt im Jahr, wenn man sein Geld in der Tasche behält, braucht man ja nicht, aber im schlimmsten Falle 300 Euro. Die Geldvermögen in Deutschland im Durchschnitt 200.000 Euro würden bei 5% Inflation einen Verlust von, weil es ja alle Geldvermögen betrifft, von 10.000 Euro, ist also schon ein gewaltiger Unterschied. So, das ist sozusagen die Vorteile eines solchen Umlaufimpulses. Einnahmen gehören allen. Die Verlagerung der Geldbestände in die Banken, die würden natürlich dann mit dem Geld, die Leute würden das Geld nicht in der Tasche behalten. Es würde auch diese ganze Schwarzmarktgeschichte würde wesentlich einfacher zu regulieren sein, die Transfer über Ländergrenzen hinweg und so weiter. Der Zins kann dann um Null herum pendeln. Das ist ja der wichtigste Marktpreis überhaupt, der Preis für Geld, an dem alles sich misst, was ökonomisch ist. Deswegen sind die ökologischen Projekte, und das war der Grund, warum ich mich da überhaupt mit beschäftigt habe, immer nicht ganz finanzierbar, weil die immer noch ein bisschen mehr kosten als die nicht ökologischen Sachen meistens. Und dann sagte ich, irgendwie muss man das Geldsystem ändern. Und ich denke, mit einem solchen Geldsystem wäre Ökologie eher zu finanzieren. Und die Geldmenge wird steuerbar. Das ist übrigens das Hauptargument Josef Huber. Ich glaube nicht, dass mit der Monetative die Geldmenge so einfach steuerbar wird wie in diesem Falle, weil natürlich, wenn die Banken zu viel Geld haben, was sie nicht verleihen können, dann können sie es zur Zentralbank als Abstellgleis rüberschieben. Und die Zentralbank weiß dann, aha, wir können jetzt aufhören, Geld zu produzieren. Noch eine andere Idee, die jetzt seit 2003, seit es dieses Regionalwährungsbuch gibt. Also ich hatte um 2000 herum das Gefühl, es müssen jetzt praktische Beispiele her. Es nützt nichts, noch weiter Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten, sondern wir brauchen eigentlich wirklich praktische Beispiele. Und jetzt gibt es inzwischen 65 Initiativen, 20 haben schon ihre eigene Währung in Deutschland ausgegeben und einige sind noch im Prozess. Die wesentlichste oder bekannteste ist der Chiemgauer. Da wird also von einer Zentrale, von dem Chiemgauer, werden an einen Verein oder in eine Ausgabestelle 100 Chiemgauer für 97 Euro gegeben. Der Verein gibt es weiter an Mitglieder 1:1, 100 Chiemgauer zu 100 Euro. Die können damit einkaufen, also die werden Kunden von Unternehmen. Diese Unternehmen können entweder sich gegenseitig damit bezahlen oder sie können diese 100 Chiemgauer für 95 Euro einlösen bei dem Service. Das heißt, sie verlieren ein bisschen. Und diesen Verlust von 5% können Sie gegen die Steuer als kundentreue Maßnahme absetzen. Das sind so die Scheine. Da haben Sie die Gemeinden, die Mitglieder sind, auf den Geldschein getan. Und das finde ich ganz interessant und witzig, dass die Credit Suisse eine Anzeige geschaltet hat im US Economic Digest im August 2011. Liebe Fed, schaut doch bitte mal auf den Chiemgauer. Und lasst euch was einfallen, wie man das Geld anders in Umlauf bringen kann.
Und diese Chiemgauer Gruppe hat einen sehr schönen Vortrag entwickelt, Expressgeld statt Euro-Austritt, wie man in Griechenland und all den krisengeschüttelten Staaten ein umlaufbeschleunigtes, das heißt mit Gebühr versehenes oder im Umlaufimpuls versehenes und abflussgebremstes Geld einführen könnte. Und da können Sie sich auf dieser Webseite das genauer anschauen. Das ist sehr einfach zu verstehen und geschrieben. Das sind sozusagen also die Notenbank würde ein Regio herausgeben, die griechische Notenbank zum Beispiel, der Staat bringt dann den Regio in Umlauf, bezahlt die Gehälter, Renten und Lieferanten damit, die können damit alle sich gegenseitig bezahlen und wenn sie zurück und sie können von den Geschäftsbanken Kredite bekommen und so weiter. Aber beim Rücktausch dieses Geldes erzeugt es eine 10%ige Kosten, das heißt, es wird der Import von Waren nach Griechenland 10% teurer. Alle werden versuchen, die griechischen Waren zu substituieren und damit wird die Wirtschaft angeregt und so weiter. Also, noch jetzt 2 Minuten. Karin, was ist der Unterschied zwischen Komplementärwährung und unserem Geld? Sie sind Nutzen statt Profitstiftung. Sie sind begrenzt statt überall verwendbar. Das heißt, man kann mit diesen Regionalwährungen nicht auf dem Weltmarkt spekulieren. Sie sind gebührenbesichert, also Umlaufimpuls statt Zins bringt. Sie sind alle transparent, das statt undurchsichtig erschaffen. Also keiner versteht so richtig, wie das heutige Geld entsteht, aber das versteht man. Das heißt, sie sind auch gemeinschaftsfördernd, nicht wahr? Bei dem Wir-System lernen sich die Kaufleute kennen, bei den Foya-Kippo-altersübergreifende Bezüge statt verhindert. Das heutige Geld ist gemeinschaftsverhindert. Wenn Sie damit bezahlen, haben Sie mit den Leuten nichts mehr zu tun. Das heißt, sie sind inflationsdämpfend, weil sie auf jeder Stufe der Weitergabe immer hundertprozentig durch Leistung abgesichert sind, mit also Leistungs statt Besitz gedeckt, wie das heutige Geld, also über Grundstücke und Patente und so weiter. Und beziehungsweise ist das ja auch nicht mehr gedeckt, aber das sei mal dahingestellt. Und das Entscheidende ist, und wenn ich um etwas bitten dürfte, dass sie das behalten, ist ein Gewinn für alle, statt nur für 10% der Bevölkerung, wie wir vorher an dem einen Beispiel gesehen haben. Warum ist es wichtig, verschiedene Währungen zu haben? Es gibt eine umfassende Forschung über die Nachhaltigkeit komplexer Systeme, die zeigt, dass es zwischen 0% Nachhaltigkeit und 100% auf der X-Achse 2 polare Tendenzen gibt, Richtung Effizienz und Resilienz, das heißt Vielfalt und Verbindung, Monokulturwald versus Mischwald. Und das heutige Geldsystem ist nur auf Effizienz getrimmt. Wir haben das effizienteste Geldsystem, was die Welt je gesehen hat. In Sekunden können Sie Milliarden um den Erdball jagen. Was aber nicht gesichert ist, ist die Nachhaltigkeit. Das heißt, was wir brauchen, komplementäre Währungen, die Richtung Optimum wieder gehen, weil sie Resilienz. Und das wird in dem neuen Buch von Bernard Lyotard und Herrn Arnsperger und Frau Göllner, das ist der Club of Rome Report, der neueste, heißt Money and Sustainability, wird das ausführlichst dargestellt, ich kann es nur empfehlen. Und da habe ich noch geglaubt in dem ersten Buch, dass wir es von oben herunter ändern können, das System. Dann habe ich gedacht, nee, wir brauchen von unten Initiativen, da kommt das so hoch. Ich glaube heute, wir brauchen hier beide diese Sachen zusammen und davon handelt Occupy Money.